Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Banished. Wir haben hier den Spätherbst. In letzter Zeit ist es immer geschneit schon im Spätherbst. Minus 1 Grad. Wir haben hier schon richtig Frühwinter die letzten 3 Jahre. Oder 4, weiß nicht genau. Wir kämpfen immer noch mit der Nahrungsmittelknappheit hier mit unseren Leuten. Wir werden jetzt auch mal hier nochmal die Farmer. Siehst du, im Winter brauchen wir die eigentlich gar nicht, fällt mir jetzt wieder ein. Ja, werden noch die Reste der Ernte eingebracht. Das ist aber nicht viel, nicht viel, nicht viel. Wie sieht's denn aus? Seid ihr hier fertig? Ah ja, okay, der baut jetzt hier. So, hier werden fleißig Beeren gesammelt, okay. Dann werden Steine. Ach, guck mal, ich könnte die Steinkarte mal ein bisschen runtergehen. Wir haben jetzt wirklich Steine ohne Ende. Mal die Farmer hochsetzen. Auf 20 Farmer, obwohl wir die jetzt im Winter gar nicht brauchen. Muss kommen, da sollen Kühe, Kühe, Kühe sollen da entstehen. Mach bloß, mach bloß. Ja, ich hoffe, ich spreche nicht zu leise hier. Ich sitze hier irgendwie total im Dschungel. Bei spärlicher Beleuchtung ist jetzt irgendwie 10, abends um 10. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, bin irgendwie früh um 5 aufgestanden. Bin hier so gerade am Wegdämmern und dabei nehme ich hier noch ein Let's Play auf. Da werde ich dann irgendwie immer leiser. Ich hoffe, das passt dann trotzdem mit der Lautstärke einigermaßen. So, jetzt haben wir tatsächlich Winter und -7 Grad und ich schätze mal, Nahrung ist low, wa? Ja, wir sind hier immer noch am Kämpfen. Bestimmt schon die dritte Folge, was? Hatte ich eigentlich am Anfang schon gesagt, dass das hier die Folge 17 ist? Ich hoffe mal. Immer noch low. Ja, Food is low, Food is low, Food is low, ich weiß. Gleich gibt's hier Rinder, Rindergulasch für alle. Rindergulasch. Ich frag mich, guck mal, jetzt wird das Essen auf einmal mehr. Warum? Ich weiß nicht warum. Wir werden gleich mal im Rathaus gucken. Ach so, die vielleicht holen sie es ja auch aus dem Markt, wa? Warte mal, wo ist denn hier der. Wie heißen die denn? Mal, wie heißen die denn? Die hier aus dem Markt. Genau. Jesus. Guck mal den hier. Die heißen. Wie heißen die? Nee. So. Ach, hier, Vendor heißen die, okay. Die Vendoren, die verteilen die Waren teilweise. Ah, guck mal, hier ist fertig. Ja, wir wollen Rinder, Rinder. Ja, Rinder. Cool. So, wir haben unsere erste Rinderfarm. Das macht mich sehr zufrieden. Tja, und jetzt ist natürlich ein Teufelskreis. Oder? Eigentlich brauchen wir mehr Menschen. Oh, wir haben den Winter überstanden. Wir brauchen eigentlich mehr Menschen. Aber wir brauchen auch mehr Nahrung. Vielleicht sollten wir erstmal einen richtigen Überschuss an Nahrung produzieren. Wir haben 20 Farmer im Einsatz. Ich meine, hallo? 20 Farmer? Müsste doch irgendwie funktionieren, oder? Wir haben 2 Bilder und wir haben ganz viel Stein. Da könnten wir doch jetzt mal so aus Langeweile anfangen, Steinwege zu bauen. Dass wir hier im Prinzip so einen Steinweg machen und so einen Steinweg. Meine, übertreiben dürfen wir es auch nicht. Und hier einen Steinweg. Nicht, dass die dann nachher, wenn wir sie für was anderes brauchen, nicht mehr zur Verfügung stehen. Oh, wir haben 5 Laborer. Wo kommen die denn auf einmal her? Sind da schon wieder neue eingezogen? Und hier, warte mal, Farmer haben wir doch.
Fehlt da einer? Wir haben 20 Farmer im Einsatz, Leute. Ist doch totaler Schwachsinn, mache ich nicht. So, jetzt gucken wir mal hier bei der Statistik mit dem Futter. Baba, hier, wie entwickelt sich denn das Essen? Ich sehe gerade wieder, Holz ist low, Holz ist low. So. Guck mal hier. Was ist hier hinten für super geile Vorräte an Holz gibt. Das hol das mal hier alles. Wenn ihr die Zeit habt, könnt ihr das alles mal mitnehmen. Oh, jetzt habe ich ihnen aber eine Aufgabe gegeben, du mein lieber Scholli. So, was ist mit dir? Hast du auch keine Arbeit? Kein Arbeiter. Woodcutter. Eieiei, der Woodcutter. Den hatte ich ganz vergessen. Das war doch der Neugebaute, oder? So. Schön Ernte, Ernte, Ernte 23. Der Friedhof füllt sich immer mehr. Okay. Hier, Rinder. Ist leider nur eins. Die Bäume da müssen noch wachsen. Kohle ist alle. Eisen haben wir auch nicht so viel. Fällt mir gerade ein, ich hatte ja auch die Brücke gebaut, weil hier drüben irgendwelche Ressourcen lagen. Wo ist denn das? Hier. Mal hier lagen nämlich Ressourcen. Und zwar gab es hier Eisen. So. Wir werden mal das ganze Eisen, was hier rumliegt, gucken. Ah ja, das können wir mal abbauen. Boah, guck mal, was hier an Eisen liegt. Alter Schwede. Was da an Eisen liegt, ist auch nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Aber es ist zu weit weg. zu weit weg. Liegt hier noch Eisen rum? Hier ist noch Eisen, okay. Können wir noch mitnehmen? Na komm, wir suchen mal ein bisschen, ob wir hier in der Umgebung ein bisschen Eisen noch finden. Nicht zu weit weg von unserem Dorf. Hier? Ne, kein Eisen. Die Mine wird immer tiefer. Guck mal, die ist wahrscheinlich irgendwann tatsächlich erschöpft. Das ist cool, dass sie wirklich tiefer wird und nicht die Animation immer die gleiche ist. Das haben sie so richtig gut gemacht. Bin trotzdem noch auf der Suche nach Eisen. Guck mal hier. Mal gucken, ob hier Eisen ist. Boah, alles schon weggeerntet. Das ganze Eisen haben wir schon weggenommen hier. Eieiei. Hier ist auch kein Eisen mehr. Low Food, klar. So, volle Felder. Volle Felder, Leute. Die könnt ihr dann auch ruhig bei Zeit mal... Und wir können jetzt eigentlich schon wieder ein neues Feld machen, oder? Können wir eigentlich jetzt noch eine Kuh machen? Nee, auf Anhieb nicht mehr. Noch eine Hunting-Kabine vielleicht hier? Das war hier, warte mal. Hier eine schöne Hunting-Kabine hinbauen. So. Da wo die Hunting-Kabine ist, brauchen wir eigentlich auch... Nee, wir müssen vorsichtig sein. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Wo war die jetzt? Hier. So. 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 Guck mal, wow. Dann machen wir erstmal so. So. Apropos, da sehe ich schon wieder Eisen. Und so. Und dann würde ich ganz gerne das... wir kommen gleich. Der Trader ist angekommen. Ist das gar kein Eisen? Doch. Nein, der Trader ist wieder abgehauen. Was wagt er sich? Was wagt er sich? Mist. Wir werden nicht wissen, wie lange der da... Nee, der ist doch noch da. Los. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was hat er denn dabei? Steine. Oh, Steine können wir kaufen von ihm.
100 Steine. Brauche ich aber nicht. Leder wäre cool. Kostet das Zeug? 50 Leder? Lass uns doch mal 50 Leder kaufen. Und das bezahlen wir mit Werkzeugen. Und als Ausgleich kaufen wir noch ein bisschen Stein, wa? So, genau. Trade. Kannst wieder abhauen. Cool, jetzt haben wir 50 Leder gekauft. Das heißt, dass unser Ledermann da... Ach, guck mal, hier ist irgendwas voll. Tool Limit ist erreicht. Okay. Noch mehr. So, Nahrung wird jetzt besser langsam wieder. Okay. Nahrung erholt sich. Feuerholz haben wir auch. Holz auch. Da habe ich ja auch Aufträge ohne Ende gegeben. Würde ich ja glatt noch ein paar Steinhäuser vielleicht bauen. Warte mal, hier. Bauen wir hier noch ein Steinhaus und hier ein Steinhaus und hier ein Steinhaus. Drei Stück, denke ich mal. Ist erstmal okay. So, was ist mit dir? Warum machst du nicht weiter? Warum machst du nicht weiter? Wir haben noch 53 Bären. Der soll Bärenbier machen. Naja, wird schon. Oder ist da kein Arbeiter? Doch. Naja, wird er schon wissen. Wird er schon wissen, was er da vorhat, wa? So, was ist denn hier los? Was ist denn mit dem Kumpel? Warum ist denn, warum arbeitet denn da keiner? Das verstehe ich nicht. Jetzt. Sehr rätselhaft. Sehr rätselhaft. Food is low, wa? Food is low, Mann. Aber Food kommt doch langsam wieder. Food kommt doch, Mann. Brauchen noch mehr Felder. Guck mal, hier können wir doch noch ein ganz kleines machen, oder? Nein, jetzt ist schon wieder Winter. Wir gehen hier in den Winter mit 500 Nahrung. Nicht gut, gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Was haben wir denn hier? Eine Hunting-Kabine. Lohnt sich das? An der Stelle. Macht er überhaupt noch... Macht er überhaupt noch was? Komm, wir werden die mal weghauen. Die Hunting-Kabine. Jo, mach die weg. Hoffe ich mal. Und da wird schön von dem Zeug eingesammelt. Das ist super gut. Macht er die nur weg oder nicht? Macht er, oder? Klack. Ach so, okay. Wir müssen das markieren, um es wegzumachen. Warte mal, so. Ja. Könnt ihr da die Hand in den Kabinen mal abreißen? Weil ich hätte da ganz gerne lieber was anderes. Das könnte auch alles hier mal abernten. Das ganze Zeug hier. Da bin ich mal gespannt, ob sie wirklich die Hand in den Kabinen abreißen. Wir halten uns ja hier so ein bisschen so über Wasser ganz gut, würde ich sagen. Andererseits sind wir natürlich hierbei schon unsere eigenen Gebiete hier einzuschränken. Wird ja eigentlich abgerissen? Hatte ich ihm doch gesagt, dass er abgerissen werden soll. Hm, oder mache ich da irgendwas falsch? Show this Hide Production Statistic. Ah, okay, cool. Eieiei, der Hut. Oh, nein, nein, nein. Ich glaube, wir machen mal den Befehl rückgängig, wenn es noch geht. Ich habe noch nicht rausbekommen, wie man Sachen abreißen kann. Ha? Ist hier irgendwas, was man mal testweise abreißen könnte? Ein Haus? Oh, ein Haus abreißen wäre natürlich dumm. Feuerholz ist low. Winter ist aber gleich vorbei. Guck mal, können wir das jetzt abreißen?
Jetzt hier, oder? So, und jetzt, zack. Oh, habt ihr gesehen? Die sind ausgezogen. Ne, die sind nicht ausgezogen. Boah, was die da gehortet haben, das ganze Zeug. Und dann behaupten sie nachher, es gibt nichts zu essen, ey. Das sind sie, ey. Alles im Keller gehortet. Change Removal. Ich kapiere das nicht mit dem Abreißen. Gibt es hier noch irgendwo einen anderen Abrissbirne? Eine andere? Oh, ich bin die ganze Zeit hier auf fetter Geschwindigkeit. Was ist denn das Schönes? Show Information. Ah ja, okay, von der Town Hall. Praktisch. Komm, wir machen mal kurz langsamer. Also nicht, dass es hier stressig wird. So. Abreißen, abreißen, abreißen. Nur hier. Das heißt, abreißen, ne? Genau. Removal and Destruction Tools. Hier ist ein Destruction Tool. Ah, Remove Structures. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Oh, wir werden jetzt aber nicht removen. Wir werden mal unsere Sachen hier im Auge behalten. Mal gucken, was die Mädels hier noch machen können. Gut, dann werden wir hier noch ein Feld dran setzen. Nochmal Bäume? Nochmal Bäume, ey. Es wird langsam langweilig, wa? Vielleicht sollten wir mal warten. Naja, ist immer riskant. Ob man wartet, ob der Händler wiederkommt und dann erst das Feld baut mit dem neuen Saatgut. Ja? Und es regnet und wir haben den frühen Frühling. Das macht Hoffnung. Doch wie es weitergeht mit unserer Stadt, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen wieder, sagt der liebe UFO-Mann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.